Geht's euch auch so? Als Jüngere oder als Jüngerer, da weiß man, eigentlich sollte man sich mit dem Thema Rente mal beschäftigen. Und in der Politik ist es auch ein großes Thema. Die Politiker erzählen aber ganz Unterschiedliches. Mein Name ist Johannes Vogel. Ich bin Arbeitsmarkt- und Rentenpolitischer Sprecher der Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag. Und wir nehmen uns jetzt einige dieser Mythen vor und schauen mal, was da wirklich dran ist. Jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1, die derzeitige Rente ist sicher. Unser Rentensystem heute, das funktioniert nach dem sogenannten Umlagesystem. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Aber was heißt das konkret? Umlage heißt das Folgende. Wenn wir alle, die wir in die Rentenkasse einzahlen, morgen aufhören würden, das zu tun, ist natürlich illegal, das ist nicht möglich, aber machen wir mal kurz das Gedankenexperiment. Wir alle würden morgen nichts mehr einzahlen. Was glaubt ihr, wie lange die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land noch Geld bekommen würden? Ziemlich genau einen Monat, nicht länger. Einen Monat und danach ist kein Cent mehr in der Kasse. Nicht für eure Eltern oder Großeltern oder irgendeinen anderen Rentnerin oder einen anderen Rentner in diesem Land. Das ist, was Umlage ist, wird sofort wieder ausgegeben und dafür erwirbt man selber den Anspruch, dass künftige Generationen mal dasselbe für einen tun, wenn man alt ist, aber es wird nichts angespart. Und ein solches System, das gerät natürlich unter Druck, wenn es immer mehr Alte und immer weniger Junge gibt, weil das System ja genug Einzahler für die ganzen Empfänger braucht. Und genau dieses Verhältnis gerät in den nächsten Jahren unter Druck, denn die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland, die gehen in Rente. Und deshalb nur darauf zu schauen, ob heute genug Rente da ist und genug Geld in der Rentenkasse da ist, das ist ungefähr so vorausschauend wie die Gefährlichkeit eines für das Wochenende angesagten Sturms danach zu beurteilen, ob Mittwoch die Sonne scheint. Das reicht natürlich nicht, sondern da müssen wir in Jahrzehnten denken. Mythos Nummer 2. Wenn Beamte nur endlich in die Rentenkasse einzahlen würden, dann hätten wir keine Probleme. Ja, das hört man oft und das ist, glaube ich, manchmal so eine deutsche Sehnsucht. Hätten wir so eine Einheitslösung für alle, dann wäre alles gut. Das Problem ist, mit Blick auf die Herausforderung durch die Demografie, die ich eben beschrieben habe, und genau dadurch gerät die Rente eben derzeit in die Instabilität in den nächsten Jahren, mit Blick auf die Demografie löst das nichts. Weil wenn wir mehr Einzahler in der Rentenkasse haben, ja, dann haben wir ja auch künftig mehr Empfänger. Weil jeder, der einzahlt, der erwirbt ja auch Ansprüche. Und wenn insgesamt in der Gesellschaft eben zu viele Alte und zu wenig Junge, also zu viele Empfänger und zu wenig Einzahler da sind und dadurch das Problem entsteht, löst man das Problem nicht, wenn man mehr Einzahler, aber eben künftig auch mehr Empfänger hat. Und deshalb kann man darüber diskutieren, ob man zur Gründung unserer Republik ein anderes System hätte aufbauen sollen. Aber die aktuellen demografischen Probleme in der Rente löst man dadurch nicht. Im Gegenteil sogar. Weil wenn wir über Beamte reden, müssten wir zum Beispiel auch über Freiberufler reden. Freiberufler, die haben heute kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme. Das heißt, da wird wirklich was angespart und die sind sehr demografiefest. Wenn wir die jetzt abbauen und in die Rentenkasse überführen würden, würden wir das Problem mit Blick auf die Demografie sogar verschärfen. Mythos Nummer 3. Junge Menschen müssen künftig bis 90 arbeiten. Die Wahrheit ist, wir bleiben alle im Schnitt länger fit und leben länger. Und das ist ja erstmal eine großartige Nachricht. Und deshalb ist es falsch, dass junge Leute künftig bis 90 gar arbeiten müssen. Aber es ist richtig, dass es tendenziell immer mehr Menschen gibt, die länger arbeiten wollen, weil sie länger fit bleiben. Und das ist eine gute Sache. Die zweite Wahrheit ist, die Lebenswege sind total unterschiedlich. Der eine fängt an zu arbeiten mit 16, die andere promoviert vielleicht, bis sie 31 ist. Die eine hat einen schweren körperlichen Job, der andere sitzt nur am Schreibtisch. Der eine macht mal eine Pause in seinem Leben, die andere arbeitet durch, ohne Zeiten für Kindererziehung oder Reisen oder Weiterbildung oder was auch immer. Das heißt, die Lebenswege sind total unterschiedlich. Und wahr ist, tendenziell wollen die meisten Menschen wahrscheinlich länger arbeiten, aber zwingen dazu müssen wir sie nicht, wenn wir an die Struktur des Rentensystems selber rangehen. Das eingangs beschriebene Problem, dass durch die Umlage das Rentensystem unter Druck gerät durch die demografische Veränderung, und zwar dauerhaft mit Blick auf die künftige Alterspyramide in Deutschland,
kann man natürlich auch dadurch lösen, dass man das System weniger abhängig von der Umlage macht. Derzeit dominiert die Umlage in der Rente und wo wirklich was angespart wird, das heißt Kapitaldeckung, das spielt nur eine kleine Nebenrolle. Künftig könnte man die Umlage immer noch als wichtiges Standbein aufbauen, aber daneben ein zweites Standbein aus besserer Kapitaldeckung organisieren, sodass die Rente auch künftig stabil ist mit Blick auf die Demografie. Und wenn das so ist, dann hätten die Menschen die volle Freiheit zu entscheiden, wie lange sie arbeiten wollen und müssen nicht länger arbeiten, weil sonst die Finanzierung der Rentenkasse aus dem Ruder gerät. Denn richtig ist, wenn wir bei der Rente nichts tun würden politisch, dann gibt es nur drei Stellschrauben, wie wir die Finanzierungsprobleme lösen können. Entweder in der Tat, alle arbeiten sehr, sehr lange und zwar zwangsweise, oder der Rentenbeitragssatz explodiert zulasten der Jungen, was gerade Geringverdiener sich nicht leisten können, oder der Staatshaushalt explodiert, weil wir bald die Hälfte der Ausgaben des Bundes nur zur Rentenkasse zuschüssen müssen. Und die drei Stellschrauben, die sind eigentlich alle keine richtig gute Alternative. Und deshalb müssen wir an die Struktur des Rentensystems selber ran. Und da haben wir ein paar Vorschläge. Mythos Nummer 4, Aktien, die sind viel zu unsicher für die Rente. Aktien haben einen großen Vorteil. Man partizipiert an den erfolgreichen Unternehmen weltweit. Und deshalb ist es eine gute Möglichkeit, sicher das Geld, was man anlegt, zu vermehren, was gerade wichtig ist, wenn man vielleicht nicht so viel verdient und nicht so viel Geld anlegen kann. Aktien haben einen großen Nachteil, sie schwanken. Das heißt, wenn jemand in 5 Jahren ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder ein Auto kaufen will, dann würde ich auf keinen Fall raten, in Aktien zu sparen. Aber solange man und sobald man länger als 15 Jahre anlegt, gibt es keinen einzigen Zeitraum in der Vergangenheit, egal wie ungünstig gewählt, mit Blick auf Finanzkrise oder andere Börsencrashs, wo man Verlust gemacht hat. Dafür, sobald man 15, 20, 30 Jahre anlegt, macht man kräftig Gewinn mit dem, was man anspart. So, das heißt, Aktien eignen sich für langfristiges Sparen. Und worüber reden wir in der Altersvorsorge? Über langfristiges Sparen, genau. Und deshalb setzen so unterschiedliche Länder wie die Schweiz, wie die Niederlande, wie Schweden oder andere skandinavische Länder auf viel höhere Aktienanteile bei der Altersvorsorge als wir. Und dadurch haben die auch sehr viel demografiefestere Rentensysteme. Bleibt eine Frage. Was ist, wenn ich ein Problem habe, kurz bevor ich in Rente gehe, wenn dann vielleicht die Aktienmärkte gerade runtergehen? Und wie lösen das die Länder, die auf Aktien der Altersvorsorge setzen? Durch Organisation. Die schichten um. Schweden zum Beispiel, da wird ab 15 Jahre vor Renteneintritt schrittweise das, was ich über Jahre aufgebaut und angespart habe, dann umgeschichtet in sichere Anlagen. Was heißt das? Ich habe jahrzehntelang am Erfolg von Unternehmen partizipiert und richtig was aufgebaut und angespart, aber kurz bevor ich in Rente gehe, kann es nicht mehr runtergehen. Und das schafft eins, Sicherheit. Und deshalb jetzt das Fazit. Die Rente kann auch künftig für alle Generationen stabil und für die ganze Gesellschaft fair sein. Aber wir müssen was dafür tun. Und hier kommen 4 Vorschläge, was man tun könnte. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die gearbeitet und eingezahlt haben, im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Weil alles andere ist auch unfair. Aber deshalb brauchen wir ein Instrument, was das sicherstellt. Denn heute ist es so, dass Menschen teilweise Jahre und noch länger eingezahlt haben, dann arbeitslos wurden und im Alter keinen Cent mehr haben als die Grundsicherung und aufs Sozialamt gehen müssen. Und die Grundrente, die aktuell eingeführt wurde, hilft leider den meisten dieser Menschen nicht. Deshalb brauchen wir was Besseres. Unser Vorschlag nennt sich liberale Basisrente. Zweitens. Die vielen Lebensläufe, die werden immer vielfältiger. Das heißt, wir haben Menschen, die zum Beispiel zwischen Anstellung und Selbstständigkeit und zurückwechseln wollen, können aber heute zum Beispiel ihre geförderte Altersvorsorge oft nicht mitnehmen. Das kann nicht sein. Wir müssen es doch einfach machen, dass jeder und jede selbst entscheiden können, wie sie ihren Lebensweg gehen, ohne dass ihnen der Sozialstaat Steine in den Weg legt. Drittens. Schweden macht uns 2 Dinge vor. Und das erste ist, dort entscheiden die Menschen selbst, wann sie in Rente gehen. Das heißt, ein starres Renteneintrittsalter wie in Deutschland gibt es nicht mehr. Nicht mehr Politiker entscheiden, wann die Menschen in Rente gehen, sondern die Menschen können das selbst, je nachdem, wie lange sie arbeiten wollen. Und flexible Lösungen, Teilrentenmodelle, all das ist möglich. Viertens. Wir müssen an die Substanz des Rentensystems ran mit Blick auf die Demografie. Und deshalb ist unsere Idee, eine gesetzliche Aktienrente einzuführen. Die sorgt dafür, dass gerade Geringverdiener
mehr Einkommen im Alter haben als heute, weil sie von den globalen Unternehmen profitieren, ihre Rente gleichzeitig sicher ist und das Ganze so organisiert wird, wie Schweden uns das erfolgreich vormacht, dass niemand mehr Geld dafür aufwenden muss als im heutigen System. Gesetzliche Aktienrenten nach schwedischem Vorbild, das wäre die Lösung, um unser Rentensystem demografiefest zu machen. So Leute, das war die Bank zur Rente. Falls ihr noch Fragen habt, kein Problem. Schreibt sie einfach in die Kommentare und ich antworte versprochen. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann schaut euch auch die anderen Folgen an. Die Bank zum Beispiel von anderen tollen Kolleginnen und Kollegen zu Themen wie, was ist das eigentlich mit den mRNA-Impfstoffen und sind die wirklich sicher? Oder ganz andere Formate, die ihr auf dem großartigen Kanal der FDP BT findet. Schaut es euch an.